So, ich bin unterwegs mit Michael. Ja, nächste Mission, nächstes Glück. Ich bin gerade auf dem Weg zu einem grünen Fragezeichen auf der Karte. Und ich bin ein wenig neugierig, was mich da erwarten wird, wenn ich denn dort jemals ankommen sollte. Wow. So, warum fährt er denn nicht weiter? Der hätte doch auch mal abbiegen dürfen. So, 400 Meter noch. Und hier ist schon wieder ein Stau. Machen wir kurz das Licht aus. Er braucht schon Licht. Ah, ich glaube, ich besuche mal den Franklin. Alter, warum kriege ich denn hier gleich einer aufs Maul? Was soll denn das? Na toll. Er hat doch angefangen. Nö, da. Ich war's nicht. So. Gibt's denn noch was Besseres hier auf der Karte? Es gibt echt nur diese Fragezeichen-Mission. Das nervt mich so ein bisschen. Na gut. Who cares? Auto? Da, Familienkutsche. Fahr mich nicht an. So, jetzt fliegst du erstmal aus der Karre raus. Ist meiner. Ja, ich hab's eilig. Muss mal. Warten, warten, warten. Ach, wahrscheinlich die alte, die hier steht. Die pisst sich doch gleich in die Hose. Ah, nee, dann nicht. So, Schneckchen. Was los? Willst du mir was erzählen oder muss ich in den Laden rein? Hallo? Ja, dann zeig mir mal was Gutes. Ja, die ist nicht so wirklich, Das bringt's, glaube ich, nicht, mich von der Alten vollquatschen zu lassen. Mal schauen, ob man hier mit Franklin irgendwas reißen kann. Tja, auf jeden Fall habe ich da auch die Anzeige. So. Ah, gelernt ist gelernt, ne? Nur Türen zumachen kann er nicht. Einmal hier durch die dunklen Gassen durch. So, dann erzähl mir mal was. Ich hab beinahe aufgehört, alles klar. Ich bin sein Cousin. Oder auch nicht. Show you, come on, shit. All right, then. Shit. Everything.
Hey, look, let's make this quick. I got shit to do. Nigga, you need to slow it down. Tanisha was right. Na, komm, steig ein hier. Alright, shit, where we going? Trucks at the Davis Sheriff Impound. Oh, man, how did I get dragged into this? We both know you always been sweet on me. Shit, Franklin Clinton. Shit, your ass must be high or something. Die alte Koks-Tante? I don't do that shit no more. I mean, I baby doze now and again just for the taste. But I'm doing good, boo. Your eyes don't lie. Whatever you say, girl. Come on. Ah, oh, sorry, ich wollte nichts tun. Ja, ganz modernes Autochen hier. Warte auf Tanja. Tonja. Ja, Alte, wenn du dich weiterhin so bewegst, ja, dann bist du 80, bevor du eingestiegen bist. Entschuldigung. So. Verlassenes Fahrzeug, San Andreas Avenue. It's Tanya, fool, and my boy Franklin. We filling in for JB. Copy that. Hi, Tanya. Car's a junker. Been there for days. 10-7. I'm gone. A bucket. This one should be easy. Shit, not easy enough for JB to drag his ass out of whatever crack house he laying in. His loss, yo gain, sugar. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was für eine Schrottkiste das ist. Na, hier stehen viele herrenlose Autos rum. Du hast 100 Mal gesehen, wie er das gemacht hat. So, dann schicken wir doch das Auto mal hier irgendwo hin. Oh, und unsere Blinklichter sind an. Oh, nigga got airs now. I remember you before you was a wannabe when you just was. And I remember you and JB before y'all was dopey. Shit changes. Also Ampeln in GTA sind sowas von überflüssig, finde ich. Mich würde ja mal interessieren, ob sich da irgendjemand dran hält. So, warum ist das Tor jetzt zu? Ich sage, Ampeln werden überbewertet. Oh. So. I'll see you on the block. Anything you need, you holler at me. Wenn ich was brauche, melde ich mich. Alles klar, eine Runde Crack oder was? Nee. Komm, lass mal stecken. Von dir brauche ich sicherlich nichts. So, ja. Ja, mit dem Auto fahre ich sicher nicht weiter. Ich suche mir was Schöneres. Fährt ja eine Menge draußen rum. Steht auch was. Ach komm, ich nehme den hier.
Der sieht doch ganz gut aus. Wahrscheinlich kriege ich jetzt einen aufs Maul. Stehen so viele komische Typen rum. Nee, das Auto interessiert keinen. Ja, meins. So, schnell das Navi anschmeißen. Mächtig was los hier in der Stadt. Autos, 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 Autos. Wo man hinschaut, Autos. So viel kannst du gar nicht klauen. So, wo muss ich jetzt hin? Ach da, meine Karre ist auch schon wieder da. Hey Kid, bist du alleine nach Hause gefahren? So. Ui, und sie hat tatsächlich Herrenbesuch gehabt. Nee, gar nicht wahr. Tantchen hat Damenbesuch. Ach du Scheiße, was machen die denn dann? Ententanz? Von der Haustür bis zur Straße. Ach du Schande. Yeah, thank God I missed her crazy ass. She's spirit walking this shit now, man. That's just her attempts to. Hey, don't be talking shit about your auntie, man. She got. Ah, krieg ich jetzt einen Hund oder was? Chop. Yeah. Der kleine Dackel von nebenan. Why the fuck we can't drive? Around the block with Chop? You need to walk with your fat ass. Yeah, okay, you tall, linky son of a bitch. So, na gut, ich gehe mit dem Hündchen noch spazieren. Du bist ganz schön fett, Hund. Du brauchst ein bisschen mehr Bewegung. Ja. So, oh, ein Lieferwagen. Der sagt mir, du musst was machen. Etwas, das nicht dem Gesetz entspricht. Ja. So, Choppy, ab ins Auto. Lama, du Lahmarsch, steig ein. So, mit dem schnellsten Lieferwagen der Stadt geht's nun irgendwo hin. Wow. Da hätte ich doch fast ein bisschen Zug bekommen. Ha. Da das Arbeitsamt. Sag mal, du dämlicher Spinner. Noch so einer. Oh Gottchen, wo muss ich denn hier hin? Es ist mal wieder alles am Ende der Welt. Trollerie, Trollerer, Troller, Upsas. Also der öffentliche Nahverkehr funktioniert, überall Busse. Da muss ich mal jemand ganz dringend die Bremsen von dem Van hier angucken, das geht ja gar nicht. So! Irgendwo hier muss es sein. Ja, was uns hier erwartet, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Wir sind bis hierhin gekommen und ja,
Schaut wieder rein, nächste Folge bei der Überraschung, was werde ich tun, was werde ich nicht tun. Lasst euch überraschen. Ich bin selbst neugierig. Bis dann, ciao.